guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Among Us. Heute mal wieder als Crewmate, wie zu erwarten. Und wir spielen natürlich mit der Gruppe, in der der Generalverdacht immer auf Dizzy geht. So, und ich habe mir jetzt diesbezüglich mal was ausgedacht. Ich werde jetzt beim Generalverdacht, werde ich jedes Mal einfach irgendwelche Scheiße erzählen. Weil scheinbar kommt man damit nämlich weg, weil bei Dalokart funktioniert das nämlich immer. Also mache ich das jetzt auch. Ich erzähle jetzt irgendeine Jauche. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das wird gut. Ich bin mal gespannt. Aber erstmal die bescheuertste Aufgabe von allen. Oh, ich hätte, glaube ich, erst Licht machen sollen, dann reporten, oder? Nach egal. Ich verdächtige Kalle. Jo. Ich verdächtige auch Dalu. Kalle ist sehr sass. Der Peter ist aber auch nicht ohne. Du bist viel sasser, weil du dich da in diese Ecke stellst. Warum machst du das? Der Grund, warum ich in der Ecke stand, ist, weil ich den Table noch nicht offen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich wollte gucken, welche Richtung du nimmst, damit ich in die andere gehen kann. Ey, kurze Frage, ne? Okay. Ja, du bist Dadosch ist schon echt richtig. Seid ihr gerade am Diskutieren oder so? Weil ich habe das Bild nicht vor Augen. Ach so, das heißt, du kannst jetzt nicht voten, das ist so ein Bug. Aber jetzt ist es noch nicht so schlimm. Ich hoffe, dass dann nicht die ganze Runde sich durchzieht bei dir. Wait, wer ist denn tot, weil keiner gemutet ist? Dadosch. Okay. Bray, wo? Aber direkt vorm Lights. Ja, hat er ja direkt vorm Lights. Es sind alle Türen auch zu gewesen. Ich kann sagen, Jay war noch mit mir unten. Ich denke, Jay hat mich auch kurz gesehen. Unten Otuda. Bin dann hoch, als Licht ist. Und habe dann halt den Report gesehen. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, gedacht, ich glaube, ich hätte alle Zeit der Welt gehabt, auch noch das Licht zu machen und dann ihn zu reporten. Aber dann, weil jetzt müssen wir es ja wieder fixen. Aber egal, ja, er liegt da, kein Verdacht, keine Ahnung. Dalu, warst du an Lifeline? Nee, ich bin sicher, Dalukart hat mich da gesehen. Ich habe eine Information zum Kill. Ich war an Lifeline und da war Dadosch schon tot. Also es war vorm Licht ausmachen. Ja, das kann ich bestätigen. War bei ich finde es strange, dass er gekillt wird, dort liegt und damit Licht ausgemacht. Also man soll ihn finden. Ja, nee, das heißt, Dadosch hat Lights gecampt. Und der Killer muss es gesehen haben. Ja, aber wieso machst du dann, sabotierst du Licht, wenn dann eine Leiche ist? Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich meine? Oder der zweite Post hat das gemacht. Ja? Weil das nicht wusste. Mann. Alter, hast du auch schon 500 Stunden gemacht? Zwei Imposter? Ey, ist meine zweite Runde, Leute, verarscht mich das so, war ja? Voll gut. Nein, das war nicht. Das, also, ist die wahrscheinlichste Lösung dafür, ja. Dadosch hat Leitz gekämpft. Der Imposter hat gekillt und der andere Imposter macht Licht aus. Aus ja, das war bei Magic Mike. Dizzy war, glaube ich, zweiter Imposter ist Kalle. Dann ist dann auf jeden Fall oben rechts. In so einer Tür. Ich glaube, Kalle ist es. Bitte nicht immer diese random Votes, weil dann fliege ich raus. Also Kalle sagt, es ist random. Also alle, Kalle das heißt, ist es. Ja, aber bitte. Ich vote ihn nicht. Das wissen wir alle. Ich vote ihn nicht. Oh es ist Kalle, aber ich lasse selber gewotet. Ich dachte gerade, echt, ihr votet mich raus. Nein, ich das würden wir nie tun. Bist du es trotzdem? Jetzt muss ich nochmal zu Simon's Hess. Au. Yes! Second try! Easy peasy. So, dann mal runter zu Specimen. Licht ist mir jetzt erstmal egal, da oben sterben Leute. Uh-oh. Okay, Kalle wartet nicht auf mich. Hab mir schon Sorgen gemacht. Okay. Yes! Okay, Peter macht Specimen. Ich glaube, Peter kennt sich auf der Karte noch gar nicht so gut aus. Also, ich vermute fast, Peter ist nicht. So, alle Tasks auf der linken Seite. Here we go. Alter, was wird mir ist mein Herz stehen geblieben gerade bei dem Vote, bei dem Knopfdruck, weil ich genau gerade in Maxi war. Ich hätte auch fast gedrückt, weil die Kameras nicht angegangen sind. Maxi ist nochmal hochgelaufen. Ich dachte, die Cam. Was gab's denn? Also, ist ja scheinbar keiner gestorben. Offensichtlich war die ganze Zeit bei Lifeline und Admin. Als ich wieder zu Admin gehen wollte, kam mir Dizzy aus dem Vent entgegen. Oh. Ja, das ist gar nicht so unrichtig, Kalle, weil ich war erst bei Lights, hatte dann keinen Bock mehr auf Lights, bin dann rübergewendet zu Medic hier, Medbay,
Dann hatte ich da keinen Bock mehr, dann bin ich kurz bei Specimen also reingewendet. Also kann ich zuerst damit wir uns sicher sein können? Na, dann bin ich bei Specimen noch reingewendet, hab Peter gesehen und dann bin ich einfach zu Fuß gegangen, weil dann war ich wieder bereit zum Laufen. Also ja, ich war definitiv im Vent. Ich hab geputzt auf jeden Fall. Ja, du bist halt vor meinen Augen gerade aus dem Admin-Event rausgekommen. Also das ist ein klassisches 1 gegen 1, würde ich jetzt sagen. Ja, ich glaube, Kalle versucht hier hart zu bluffen. Man klingt, das klingt auch erstmal schlimmer, als wenn er sich das... Alter, wollt ihr mich alle treuen? So dieser kleine Unterton, der da das so... Ist ja, das ist ja genau, ey, du mit deiner Blume auf dem Kopf. Da, ey, wirklich. Ja gut, dann sagt nicht. Aber dann auch irgendwie... Kalle, das sind übrigens Blätter, keine Blume. Ben, hast du eigentlich Angst gekriegt? Dezent. Ja. Alle, lass dich doch nicht so ärgern. Das ist so eine Sprache. Ja, also, sorry, also gestern war der zweite Advent, muss man mal drüber nachdenken. Oh, das ist gut. Zwei Imposter gehen anscheinend doch auf Kalle. Ja. Warum soll es man wenden oder so? Bitte beschützt mich. Wir wollten einfach Dizzy nicht mehr dabei haben. Was? 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 Wie kommt das denn zustande? Was? Das kann doch jetzt aber nicht mein Ernst sein. Okay. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Alarm. Oh, das ist interessant. Mhm. Oh, nicht interessant. Nein, ja. Ich bin gelangweilt. Na, ich dachte, Maxi Kalle hätte nicht reportet. Gesehen. Ja, Maxi liegt im Lab, wo man Notes da umschalten kann. Okay, es sind nicht Peter und es sind nicht... Wer war der andere noch eben bei mir? Ich bin Kameras. Ray ist noch bei uns mitgelaufen, stimmt. Ray, ich hab zumindest unwahrscheinlich. Sven steht Kameras, ja. Also, ich bin runtergelaufen Richtung Specimen. Jay ist vor mir runtergelaufen. Dalukat müsst ihr gesehen haben, wie ich da runtergelaufen bin. Ja, stimmt. Ich hab gesehen, wie du reingelaufen bist. Sven, also Mike dürfte wahrscheinlich Crewmate sein, weil er Angst vor mir hatte. Ja, habe ich aber immer, egal ob als Imposter oder Crewmate. Als ob du auch als Imposter rausgehen würdest. Also alles klar, Mike ist safe. Auf jeden Fall habe ich meine beiden Aufgaben Specimen gemacht, habe dann oben die beiden Kabel gemacht und dann Maxi gefunden. Hast du gerade den geschafft? Ja, ich bin schnell, Digga. Jay, wo bist du denn hingelaufen? Ich bin schnell, Digga. Was? Ich bin dann Specimen gemacht, bin dann Lab gegangen und dann bin ich Maxi zum gesehen? Licht gegangen. Nö. Aber deine Klinge, ne? Ich denke, Jay, ungern. Das Licht war aber schon an als du. Weil es lustig ist, ihn nicht zu decken. Fuck you. Aber Jay ist auch ewig nicht in meiner Nähe gewesen. Als ich Jay gesehen hatte draußen, bin ich zu Lifeline gerannt am Ende. Und also nicht am Ende, aber davor. Und da war er noch nicht tot. Aber er war schon länger tot, als das Mike Self-Report gemacht hat. Wer ist denn in den Camp Zero? Ja. Wahrscheinlich Licht aus, Kill und ja. Das Licht habe ich instant wieder angemacht. Bei den Notes im Lab, also Lab. Oben links quasi. Wer? Da, links? Bei den Notes? Ja, da wo du diesen Schalter umstellen kannst. Diesen einen Schalter von ganzen oben. Ach so. Also ich hab dann. Ich war Matt rechts auf der Map, aber links. Und dann bin ich nach links gelaufen. Müsstest du ja an ihm vorbeigelaufen sein. Ja, also theoretisch. Ich muss an ihm vorbeigelaufen sein. Ich hab ihn nicht gesehen, der war nicht da. Gekillt. Aber, du kannst ja aber es war da. Auch, das Licht ist dann auch ausgegangen. Das Licht haben wir uns war nicht lange aus. Das habe ich direkt wieder angemacht. Das war vielleicht 30 Sekunden. Habe ich auch gesehen, dass Sven da war, als einziger. Ja. Wir haben nur noch einen. There's something strange in the neighborhood. Jay ist kritisch. There's something strange in the neighborhood. Ich finde krass, dass Kalle in 1v9 spielen und seinen Kollegen rausschmeißt. Das wird richtig wild. Du bist ein Arsch. Oder Peter testet mal die Vents. Okay. Also, wie auch immer das hier zustande gekommen ist, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dass ich da rausgeflogen bin. Aber hey, so ist es. So ist es.
Freunde der Sonne, ich möchte mich übrigens mal bei euch bedanken für die Teilnahme in den Kommentaren und auch auf den Däumchen, ob nur hoch oder runter. Das wisst ihr ja, das ist für mich immer Feedback. Das nehme ich auch so an. Das ist sehr, sehr schön. Also finde ich sehr gut, dass das hier auf dem Kanal so ein bisschen vor sich hin reift und auch noch Anklang findet. Das ist sehr, sehr schön. Mal gucken, was so die Zukunft bringt auf YouTubes. Okay, der ist auf jeden Fall erstmal schön alleine unterwegs. Peter ist es auf jeden Fall nicht. So viel kann man schon mal sagen. Kameras sind an. Also irgendjemand war da drin. Aha. Oder es wird lange dauern, bis sie einer findet, denke ich. Oh nee, Jay findet sie. Okay. Mike liegt in... Ist das... Ich weiß nicht, ist das Koms? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Es ist dieses kleine Teil, da war die Tür zu, die musste ich aufmachen. Ich musste da diesen... das Ding links in starten, der Mitte? Was so 59 Sekunden... Ja, ja, komm. Schieberegler, ja, ich weiß, ist das Koms? Mhm. Da liegt Mike drin. Okay. Ich glaube, Dalu kam da gerade her. Verschlossen. Ja, sieht wirklich so aus, Ben. Ich bin aber nicht drinnen gewesen, obwohl ich noch rein müsste, aber die Tür war zu. Und dann habe ich gesehen, dass du von oben kommst. Da wollte ich erstmal wieder nach oben gehen, um zu gucken, ob Ray noch lebt. Habe ich mir aber gedacht, gucke ich lieber über die Lifelines. Jay und ich kamen vorher beide aus Weapons raus, da war die Tür schon zu. Der Rahmen ist rot bei Lifelines, ja, ne? Wenn er schon länger tot also, ist. Ich habe okay. Also um noch mal ein bisschen mehr vielleicht zu bringen, ich bin bei Lifelines gewesen. Hab da, also das dürfte auch der Kameramann vielleicht gesehen haben, weil die Kamera blinkte. Ich musste da die Tür aufmachen, keine Ahnung. Einer war dann, ich kurzzeitig. Also ich war kurz. Ja, okay, keiner, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich da Lifelines gesehen, Pink Dead, bin suchen gegangen, beziehungsweise bin dann zum Admin-Table gegangen und sehe, dass halt Koms einer stand. Dachte mir, okay, ich tippe mal, dass der da liegt. Okay, pass auf, Sven. Sein? Aber dann, als da bin wir ich halt vier, da als Sven ist mir da entgegengekommen. Also wir vier bei Lines waren, Sven. Also du und Ray haben es gemacht. Jay und ich kamen dazu. Da kamen Jay und ich gerade aus Weapons raus. Dann bin ich als erstes in Camps gegangen und dann haben wir uns die ganze Zeit abgewechselt. Da hatte ich gesehen, wie Jay Admin reinrennt. Wenn er da gesehen hat, dass der schon länger, also wenn er da schon tot war, dann kann ich es nicht gewesen sein. Das ist richtig. Ich muss kurz was sagen, ich bin fertig mit den Tasks, war oben rechts, weil ich vielleicht predicted habe, dass jemand das anmacht, diese Dinger, wo du hochgehen musst von der Map, ne? Wo du quasi von der Map hoch, dann so zwei Sachen, wo du die Hand drauf packen musst. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Davon der rechte war ich. Und dann bin ich runtergegangen und dann stand da Ray so komisch in der Ecke und das habe ich nicht verstanden. Bei dem Müllhaufen. Nee, das ist ein Refuel. Also du, im Storage holst du diesen Dings und dann musst du einmal rechts und einmal links. Ja, ich habe dich jetzt aber auch noch am Ende gesehen. Den einzigen, den ich die Runde nicht gesehen habe, ist jetzt halt Kalle. Ja, klar. Also ich war nämlich am Admin-Table fast die ganze Runde, bin dann aber in O2 gegangen, weil ich gesehen habe, dass da zwei Leute auf einmal ganz schnell weg waren. Es ist nur einer. Wir müssen nicht voten. Nee, müssen nicht voten. Dizzy wurde beim Wenden gesehen. Wenn das gestimmt hat mit Dizzy halt. Ja, dann müssen wir. Ja, du holst dich beim ersten. Du holst dich beim ersten Kill Sonnenplay raus. Wäre schon nice von Kalle. Behalte euch alle im Auge. Also. Ja, du holst nicht so ein Play raus. Nee. Machst du nicht. Nee, das machst du nicht. Also das wird, glaube ich, eine Imposter-Runde. Ach Quatsch, ich bin ja an der falschen Ecke. Ich muss ja hier hin. Mann. Regie ist heute aber auch wieder... Lol. Ich war mir nicht sicher, Dalu, ob du ihn killst. Oh, und ich sag's euch, Alter. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich Jay und Dalu zusammen wenden gesehen habe. Weil... Wie konnte Kalle diesen Wenden sehen? Oha. Wie ist das passiert? Wie konnte Kalle denn jemanden Wenden sehen? War das echt hart. Guter Call. Wir müssen jemanden voten. Dalu hat mir nicht nur einmal das Leben gerettet. Ey, holy shit. Ich hab so viel Scheiße erzählt. Und ich fand euch beide scheiße. Okay, ich hab den Glauben an mich selber und an alles andere verloren. Hast du mich jetzt gekillt am Ende, Dalu? Oder? Ich schwöre, ich hab diesen Wenden gemacht.
Und ich sag ja, weil, ich, oh. weil bei mir kam aber der war Kill schon der an also ich war auch der Kill, der war schon länger. Ich bin danach ja, mit Jay hochgelaufen. Der Report von Jay war eigentlich auch nicht gut, weil die Türen waren aber niemand wäre da reingegangen. Ja, aber ich wollte halt versuchen ich wollte ein bisschen weniger Stars werden. Ich war der Einzige, der bei Dizzy geskippt hat. Ich fand es eh strange, jemanden zu voten, aber wenn er wendet. Aber warte doch mal, er hat ja keinen gekillt. Warum sollst du das wenden? Aber wenn du das doch siehst, bei 9 Leuten sagst du, ich hab ihn wenden sehen. Ich hab wirklich geskippt. Ja, Kalle hat wahrscheinlich gerade Kaffee-Intus und ist ein bisschen druff oder so, keine Ahnung. ich schwöre, ich hab dich wenden sehen. Oder na warum klar. Warum standst du denn überhaupt drauf? Denn da drauf? Ich bin nicht gewendet, du Pfeife. Ja, warum standst du denn nicht? Ich stand da nicht drauf. Ich bin aus der Tür rausgekommen und bin sogar mit dir im Admin-Table gegangen. Ey, das ist so ein Gelaber. Und dann verteidigst du dich nicht, dann laberst du da rum. Was soll ich mich da verteidigen? So, dann hast du auch selber Schuld, dass du raus und nichts. Magga, ich hab dir die Story aus der Unterwelt erzählt. Hab ich auch kein Mitleid. Mit deiner Scheiße, du. Ich hab dir die bekloppteste Scheiß-Story erzählt, die es überhaupt gibt, Mann. Wer daran glaubt. Ich bin am Anfang abgestochen, bin ich ehrlich. Der gute alte Generalverdacht. Wir kennen ihn ja schon. Ich hab keine Ahnung, was Kalle da gesehen hat. Also, da muss Kalle wirklich richtig Tomaten auf den Augen gehabt haben in der letzten Runde. Meine Fresse, ey. Oh, holy shit, ich hab Dizzy wenden sehen. Also, ich hab schon, seitdem ich Among Us spiele, die weirdesten Sachen gehört, die mir vorgeworfen wurden. Also, ich weiß auch gar nicht, wie man sich da verteidigen will. Also, ehrlich jetzt, wie willst du dich da verteidigen? Da kannst du dir die dümmste Scheiße aus dem Arsch leiern, die Leute voten dich trotzdem. Ist halt Generalverdacht hier. Ich möchte jetzt einmal hier ganz obligatorisch in die Opferrolle schlüpfen. So, und jetzt bitte mit Leichter. Alarm. Oh nein, Dizzy. Ich glaube, das ist schon letzte Runde nicht mehr. Ich glaube, Kalle war's. Ja, war klar, dass er jetzt abgestorben wird. Ich weiß nicht mehr, wo der ist, aber Maxi ist mir auf jeden Fall gerade den Specimen noch entgegengekommen. Ah, okay, ja, das stimmt. Also, der kann nicht lange tot sein. Ich war mit Dizzy zusammen im Storage. Genau 4 Sekunden. Wir haben beide Storage gemacht. Ich bin dann gerade zum Licht gelaufen. Ich glaube, er hat den zweiten Storage-Tank gemacht. Und ich habe das Licht gefixt, lauf raus und Dalu reported. Wo liegt der denn jetzt? Ja, sag du, Mike, du weißt ja, wo die Leiche ist. Du hast sie, müsste vor Electrical liegen. Ja, liegt sie. Okay. Na gut, da war ich nicht einmal. Ich hab die Runde wirklich niemand gesehen. Ihr müsstet alle rechts oder so gewesen sein in dieser also, Runde. Also Kalle hat mich richtig in Specimen gesehen, das heißt, er müsste da auch sein. Dementsprechend stimme ich dazu, dass er mich da gesehen hat. McFly ist reingegangen, das stimmt auch. Da waren am Upper Table Sven und meine Wenigkeit hin und her gelaufen zwischen Lifelines und Admin. Deswegen das heißt ich aber, Lifelines bei Lights Out 4 Sekunden. Das heißt aber, die Leiche muss hinter Mike gekillt worden sein. Oder weil von unten kann keiner hochgegangen sein, glaube ich. Hinter Mike oder von Mike? Ja, oder das. Sagen, dass ich das gemacht habe. Peter, wo bist du gerade? Mahlzeit. Ich bin gerade unten rechts. Ich glaube, Maxi habe ich da auch gesehen. Oder? Maxi nicht gesagt hat, dass er gerade da war. Maxi war safe in Specimen gerade. Ne, irgendwie ist unten rechts gesehen. Wer ist denn da noch? Was ist denn unten rechts? Spezimann wahrscheinlich. Ja, zwei Dinge, die ich tun muss. Aber ganz unten rechts. Peter kann ich jetzt nicht bestätigen, aber. Erst oben rechts ins Labor gegangen, habe ich mich sogar noch testen lassen. Ja, schön beim Medical. Bin gerade hart. Peter hat mehr Sicht als Maxi. Ah. Wann war Peter gerade erst. Sven und Dadosch. Nee, wann du wann warst du da? Du warst nicht im Fight da. Ich bin hin und her gelaufen. Wir müssten gerade dem Imposter entgegengekommen sein, weil keiner was called. Ich war vor oben Labs die ganze Zeit. Peter war dann, ist glaube ich Spezimen gegangen. Dann ging das Licht aus, als ich in der Decontamination oben rechts war. Bin dann aber wieder links rausgegangen. Da kam mir wer entgegen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es erst Peter war, aber es kann ja nicht Peter gewesen sein. Nee, aber doch, dann bin ich runter zu Spezimen gegangen. Bist du es doch gewesen. Peter hat ja auch mehr Sicht. Was gewesen? Okay, nee, dann bist du es doch. Der Mörder hat den Camps gesehen. Oh mein Gott. Granatenstark heute. Granatenstark heute, du. Ich werde von allen Himmelsrichtungen schön rangenommen. Okay.
Eieieiei. Oh, hier, das erinnert mich so ein bisschen an Maze Runner. Und letztens gerade geguckt. War sehr gut. Alle drei Teile kann ich euch nur empfehlen. Schöner Adventure-Film. Also drei Adventure-Filme. Ich fand die gar nicht so verkehrt. Da scheiden sich so die Geister, aber Maze hat mich da so ein bisschen dran erinnert gerade. Ich habe mir heute auch erstmal schön zum Aufnehmen keine lange Hose angezogen, weil es die letzten Tage so warm war. Aber mittlerweile ist es doch recht kühl. Ziemlich kalte Knie. Ah. Kalte Knie sind echt das Schlimmste, ne? Grauenvoll. Das ist das Schlimmste im Winter. Du kannst keine kurze Hose tragen. Also schwierig und es ist kalt an den Knie. Bleh. Warum klaust du meine Süßigkeiten? Doch, das sind... Warum bewirfst du mich mit Katzenspielzeug? Miau! Okay. Dann gehen wir mal kurz gucken, wer hier wo wen umnietet. Ray, also. Ganz schön knapp gerade. Okay, also Ray und Zero. Peter. Okay, Peter, lass vielleicht doch nicht. Peter liegt im O2 beim Bömble und ich bin der Meinung, Ray ist da rausgewendet, weil er kam vom Zaun unter Electric aus der linken Ecke, da wo der Wendt ist, als ich hoch zum Licht gelaufen bin. Da kam er mir von links aus der Ecke da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab gefixt. Also ja, ich war da unten beim Zaun, weil ich von Koms hochgelaufen bin, aber ich hab dich nicht gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Nee, weil ich in Koms drinne stand und dann hochgelaufen bin. Aha. Warum hab ich dich da nicht... Wo wart ihr denn jetzt gerade? Moment, Ray, warst du zum Ende? Ich war sogar beim Licht. Weil ich stand die ganze Zeit in Communication, weil ich meinen Upload hatte und hab auf den Router gewartet. Ich hab Koms nie verlassen, die Runde. Wo warst du? Nicht in Koms, sondern von Koms bin ich hochgegangen. Aha. Gerade kam was anders. Ich war nicht in Koms die Runde. Ich wollte nur gucken, wie du. Ja, aber Maxi, nee, okay. Maxi war doch nicht. Ich kam von Koms dran vorbei, hoch am Zaun. Aber wie gesagt, ich habe Maxi nicht gesehen. Wir sind also, auch nur zusammen da gesehen haben soll, wir waren beim Licht zusammen, aber ja. Was hast du denn da gemacht, Ray? Vor Koms. Wie vor Koms? Ja, was war deine Aufgabe da? Beziehungsweise, ich war vorher, war ich bei diesen Drehrädchen-Dingens da unten links. Ja, auch sehr nah, wo die Leiche liegt. Ja, das ist richtig. Und dann bin ich Weapons oder Richtung Weapons. Und dann bist du wieder auch zugegangen? Nee, wieso bin ich auch zugegangen? Da hat er den ja umgebracht und ist dann halt rübergewendet. Ich hab hier so einen Tannenbaum-Feeling. Ja, gut. Ja, aber so ein hellgrüneres Tannenbaum-Feeling. Ach, grün ist alles klar. Also ich finde halt komisch, dass Maxi mich gesehen hat am Zaun, wo ich ihn halt nicht gesehen habe. Wir standen habe. Halt direkt ineinander, als Lights aus war. Wir sind zusammen zum Lights gelaufen. Ich habe dich dann gesehen jetzt bei Lights. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob da gewotet wird. Normalerweise, wenn du... Bist du vor mir gewesen? Wenn nicht, dann fühle ich mich diskriminiert. Aber hochgradig diskriminiert. Das ist jetzt interessant. So, ja, sorry. Bei mir hat gerade die Polizei geklingelt. Ja, das macht nichts aus. Wir wissen ja. Weil du Peter bist. Weil du umgebracht hat. Ja. Nein, wirklich, kein Witz. Schmeiß Dadosch raus, hat Peter gekillt. What? Das sind wenig. Alter, das kann doch bitte. Wer votet denn auf mich? Das ist schon sehr verdächtig. Dass Ray nicht so viele Votes. Ja, moin. Wow. Ich fühle mich diskriminiert. Am heutigen Tag der Aufnahme fühle ich mich einfach diskriminiert. Aber hochgradig diskriminiert. Also, wow.
Hallo. Hallo Sven. Hi. Da liegt eine Leiche links. Bei Reaktor links, oder was? Mhm. Vor Electric. Also vor der Tür, bevor du Electric reingehst. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne nochmal schnell ansprechen würde. Erstmal, Ray wurde gerade richtig hart gesusst, kriegt nur einen Vote ab. Das ist das Erste. Und gerade sind wir dann alle rausgelaufen aus dem Lifeline-Bereich. Aber ich war der Letzte und Sven war plötzlich hinter mir. Ist eine Runde um den Stein gelaufen. Ja, und das ist... Ich wollte nicht Dalu im Rücken haben. Okay, aber jetzt vielleicht hast du gerade Self-Report. Ich möchte ganz kurz nochmal fragen für letzte Runde, weil ich gerade nicht da war, es tut mir auch leid. Aber hattet ihr die Position genannt? Wer war am Admin-Table? Gegen Ende der Runde. Okay. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wer wo stand. Dann bist du für mich so ein bisschen sus. Der Grund ist, als ich nämlich Specimen war, bin ich nämlich unter einer Tür gewesen, dann ging oben bei Admin Specimen-Tür auf. Deswegen bin ich weggelaufen, weil nämlich Lights Out war und ich dachte mir, okay, da hat jemand mich Admin-Table gesehen und wollte mich abmurksen, ist aber dann plötzlich denn doch nicht durchgegangen. Es kam mir keiner entgegen. Warum solltest du... Das Ding ist dadurch, dass Kalle bei Sven stand, die habe ich beide da stehen sehen. Okay, aber ich möchte noch mal kurz anmerken, ich glaube, Jay sagt, Ray wurde nur einmal gevotet, weil die Imposter nicht mit draufgegangen sind, weil er Imposter ist. Jetzt kommt der Big Brain Move. Jay ist Imposter, hat Ray nicht gevotet, um genau das zu sagen, damit wir Ray framen können. Jay und mich dann, mit, weiß ich auch, und mich dann mit in die Pfanne zu hauen. Ja, aber das Ding ist, was ich halt glauben kann, ist vielleicht sogar das, deswegen habe ich Maxi eigentlich genau das Detail rauslocken möchten, aber er hat mir leider keine Info gegeben, wo er genau vor mir laufen ist, weil ich dich nicht gesehen habe, du mich aber anscheinend schon. Wir standen ineinander drin, das habe ich mehrmals gesagt. Wir sind zusammen da hochgelaufen und wir jetzt vor der hinter mir war, ist doch egal. Ich habe dich nicht gesehen und das macht mich halt verdächtig und deswegen haben wir uns gegenseitig geshootet und deswegen ging ja ein Vote auf dich und einer auf mich. Was wäre, wenn Chase Theorie irgendwo stimmt, aber halt die Imposter sich nicht einig waren, sollen sie jetzt auf mich oder auf Maxi gehen? Ich hab drei den Maxi aus der ersten Runde. Das war so ein Vote auf Ray theoretisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Ihr bist ja auch sicher, dass ich bin. Das kann doch bitte nicht mein Ernst sein. Alter Verwalter, what? Angeblich. Ich laufe jetzt die ganze Zeit hinter Mike. Was ist das denn? Nein. Ich fühle mich so betrogen. Ich fühle mich einfach so betrogen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alter Verwalter, was für Drecksäcke, ey. Aber sowas von. Oh, Mann. Das kannst du dir doch einfach mal gar nicht ausdenken. Uff. Das kannst du dir halt mal gar nicht ausdenken. Den Shit. Okay, Jay. Mike, wärst du mal bei mir geblieben? Spielen wir das mal aus. Also, dass Jay und Mike zusammen rumgelaufen sind, das habe ich tatsächlich. Ich bin bis zum Licht. Ich bin Admin rein. Jay ist mir entgegengekommen. Das hat auch irgendwer in den Kameras gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Und in Admin liegt Mike. Ich bin nicht mehr Admin. Also Admin gegangen. Ist Lifelines oder Admin-Table? Du bist Office. Ich bin nicht Admin. Office, Entschuldigung. Office. Ja, Office halt. Ich bin die ganze Zeit mit Mike um den Stein rumgelaufen. Dann ging das Licht wieder an. Dann ist Mike wahrscheinlich die in Admin reingegangen. Ich bin aber gar nicht reingegangen. Wieder an. Nee, das war nicht. Das war mindestens 4 Sekunden aus. In der Zeit hat Mike mich abgeschüttelt. Ich habe ihn dann gesucht, habe ihn dann nicht mehr wiedergefunden. Ja, okay, 4 Sekunden kommt ungefähr. Ja, 4-5 Sekunden. Ja, also, ich sag immer noch, ich bin dann links um den quasi Admin rumgelaufen. Also ich bin dann die nördliche Wand von Admin entlang gelaufen, um dann quasi nach unten wieder, also so Richtung Weapons zu gehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es Ray und Sven sind. Gerade auch, wie das Sven den Self-Report macht, so wie er es auch gerade Warum sollte ich das denn machen? Du bist die letzte Person, die mir entgegengekommen ist. Also die kann auch links rausgelaufen und sein. Und du die bist Person, auch wieder super aggressiv und pissig. Ja, weil du mich seit immer, letzter wenn Runde... Das machst du immer. Das mache ich immer, wenn ich zu Unrecht beschuldigt werde, genau. Nee, also Maxi war der Kill gerade nicht. Der war nämlich mit Dalo oben bei Camps. Ja, das wollte ich auch. Aber Ray ist der safere Wort, weil Maxi den halt tausendmal schon gecallt hat. Ja, aber für mich ist halt Maxi auch irgendwie von den Vorrunden. Ist ja jetzt nur ein Kill passiert. Maxi ist für mich halt auch immer noch, weil er hat immer noch behauptet, wir sind ineinander gelaufen. Maxi würde als Imposter dich nicht flamen, weil du da von unten kommst. Also er würde eher darauf
darauf ja. sich fixieren, dass er sich verteidigen müsste und nicht, dass er irgendwo Acker auf ihn geht. Ich ist nicht. Nein. Ich glaube halt nicht, dass nachher halt Maxi also ich glaub, für nicht, ich Sven, es nicht bin und wir halt völlig Sven, auf, die Sven, auf der ja. falschen Pferde sind. Ja, wir müssen voten. Was machen wir? Ich werde Ray voten. Ich bleib dabei, wo ich dabei geblieben. Also was ich gerade ja, gesehen habe. Du wirst natürlich mich voten. Ich ja, natürlich. Ich, hab auch kein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube auch. Ist das Jay und Dado schon eine Klage. Dalu, überleg mal. Zwei Votes von Sven ja, vorbei. Auf mich. Ich habe eh nicht. Ich habe nicht auf dich gewotet, aber vielleicht ist es. Man weiß ja nicht. Alles möglich. Das ist eine. Also es ist. Es ist einfach. Es. Nee. Es ist einfach enttäuschend. Wir müssen jetzt theoretisch einfach nur einen Double Kill machen. Wir müssen nur einen Double Kill machen. Double Kill. Ja, ah, spannend am Ende noch. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe Ray gewotet. Dadu? Ja, ich habe Ray gewotet. Ja, ich auch. Wer hat denn, ja, aber wie kannst du ja, denn ich hatte sein? Verkackt. Ich hatte verkackt. Max, hä, aber du hast doch das Ding! Nein, ich hab Maxi. Die falsche Farbe. Ey, du Scheiße. Alter, bist du dumm? Maxi, Mann! Die Farbe. Ben, seht euch an das Mann, ja, ich glaube, es war wirklich Jay, der da gewendet ist. Jay hat mit Grün und Grün am Anfang der Runde aber auch provoziert, dass es jetzt so endet. Ja. Ja. Das ist echt Karma, ja. Du bist jetzt selber schuld. Ach, am Arsch, ey. Ja, sicher. Das Ding ist, Mann, das war super, super klar und dieses pissige Sven-Gehabe war halt typisch Imposter. Ich wollte eigentlich gerade den Call machen und Jay safen, weil er mich verloren hat und dann killt mich Sven. Ich fühle mich so betrogen von dieser Gruppe. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Also ich habe dich gesucht, Mike. Du hast frei mit nach der Aussage. Ich habe auch echt noch überlegt, ja, ob ich diesen Kill machen soll. Ein bisschen leid, aber ich dachte, nee, ich muss weg von euch. Sonst habe ich noch mehr Sass auf mich, wenn ich bei euch bin. Mike, wärst du mal bei mir geblieben? Dann hat Sven genau den richtigen Kill gemacht. Ich wollte zum Call gehen und sagen, du bist safe. Du hast mich beim Licht verlogen. Das ist auch für mich klar, dass du keine Imposter bist. Aber noch viel geiler fand ich jetzt in der Runde, dass halt Sven und ich Imposter bin. Ich sag noch vor der Runde, ja, jetzt ist eh Svens Imposter-Runde mit so einem Hintergedanken wahrscheinlich. Bin ich selber, dann sehe ich Imposter. Nein, dann sehe ich meinen Kollegen Sven und ich muss so lachen. So, yes. Aber kritisch am Ende. Vor allem, wie Nils auch direkt abgestochen wird, ne? Ja, krass. Und dann kommt der Call, dass jemand gewendet ist. Keiner votet. Hey, Tizzy, Alter, du bist gewendet. Alles klar, wir gehen alle drauf.